Das ist eigentlich für meine Verhältnisse gut gewesen. Wie seit vorne ist ein Engländer ist ganz allein weggeschwommen und dann war eine kleinere Gruppe gewesen. Und dann bin ich eigentlich so in der dritten Gruppe quasi gewesen, mit vier anderen Athletinnen. Und leider war es dann so gewesen, dass die Engländerinnen vorne sich einig sind und haben wollen zusammen arbeiten und fortfahren. Und ich bin mit der dritten Engländerin zusammen dann auf dem Velo gewesen. Und am Anfang haben wir Zeit können gut machen zusammen und auch gut zusammen geschafft. Und umso näher, dass wir gekommen sind, ist dann halt der Trainer hat dann ihre reingerufen, dass sie nicht mehr machen darf. So war es dann halt sehr schwierig, dass wir irgendwie zusammen Schluss gegen vorne noch machen konnten. Und dann sind wir immer weiter zurückgeht und leider dann von der hinteren Gruppe in der sechsten Runde eingeholt worden. Und dann ist halt leider der Ausgangslauf so schlecht gewesen, dass Podest gegen vorne eigentlich unmöglich war. Und beim Laufen ist es umso besser gegangen. Dann habe ich Zeit gegen vorne immer je mehr gut machen können. Und schlussendlich ist es dann aufs Podest sogar noch knapp geworden. Und ich habe probiert alles zu geben und habe dann auf den letzten 300 Meter vielleicht nur mal für das PS und bin dann schlussendlich sechs geworden. Ich habe jetzt gesehen, dass einfach mehr drin gelegen wäre beim Velo, wenn wir dort den Zusammenschluss geschafft hätten, bin ich im Ziel wirklich sehr enttäuscht gewesen. Weil ich gesehen habe, wie stark das Laufleistung dann auch war. Ich habe mir eigentlich schon die Medaille so als Ziel oder als Träume so gesetzt. Und darum war es eigentlich dann schlussendlich gleich eine Enttäuschung. Ich bin wirklich sehr auf das Team, weil ich habe das Gefühl, wir sind sehr konkurrenzfähig mit dem Team, das wir hier am Start haben. Und dort heisst es einfach nochmal Vollgas geben und alles rauszuholen, was wir haben. Und ich glaube, es kommt sehr gut.